So, hallo, herzlich willkommen. Heute ganz spontan zu Gast ist Sebastian Weber. Sebastian ist unter anderem, also hauptsächlich Schauspieler, aber unter anderem hat er natürlich viele Coaching-Ausbildungen. Und wir hatten letzte Woche auf Facebook ganz spontan einen Chat und haben uns überlegt, wie können wir beide einen Mehrwert für dich stiften in diesen ja doch herausfordernden Zeiten, um einfach auch meine Übung mit an die Hand zu geben, wie du Stress besser verarbeiten und wegstecken kannst. Hallo Sebastian, grüß dich, Gisa, vielen Dank für die Einladung hier. Sehr gerne. Ja, ich hatte schon erwähnt, wir hatten einen ganz spontanen Chat. Wir hatten auch vor einem Jahr ungefähr, nicht ganz, bereits schon mal ein Interview für meine Podcast-Reihe, aber auch für meinen Videopodcast Spürbar stark von innen, wie aus Wunden Wunder werden. Und ja, und deshalb hat sich das jetzt so angeboten, mal darüber zu sprechen, was sind Krisen, wie kommen wir aus Krisen raus, weil aktuell haben wir ja diese Krise. Und ich mag dich jetzt einfach mal fragen, du sitzt ja in England, wie geht's euch dort? Ja, wir sind als Familie im Sommer nach England übergesiedelt für ein Jahr. Wir sind jetzt hier in einem Haus, wo wir uns eingemietet haben. Meine Frau ist Drehbuchautorin. Ich habe mit der Schauspielerei, bin ich gerade da, also ich ziehe mich da so ein bisschen zurück seit einiger Zeit schon. Ich habe mit zwei anderen Geschäftspartnern eine Online-Werbeagentur, die wir betreiben. Und ich gebe auch Coachings. Seit 10 Jahren mache ich so Coaching aus, habe ich verschiedene Coaching-Ausbildungen gemacht, gebe Coachings und so. Das heißt, wir sind im Grunde gewohnt, von zu Hause zu arbeiten. Das ist jetzt erstmal nicht so der Einschnitt. Der Einschnitt ist, dass jetzt natürlich die Schule zu ist, unsere Tochter zu Hause ist und jeder, der Kinder hat, weiß, dass das jetzt tatsächlich nochmal eine andere Art von Herausforderung ist, weil, also es tut mir auch leid, sie ist 9, weißt du, hat ja keinen Kontakt mit anderen gerade. Wir müssen gucken, also sie ist mit uns viel zusammen. Das ist herausfordernd, die Hausaufgaben am Laufen zu halten und so. Das ist jetzt vor allem das Thema, mit dem wir zu tun haben. Und natürlich ist die Frage, also England hinkt so ein bisschen hinterher gegen Deutschland. Das heißt, wir sind ja erst später hier in den Lockdown gegangen. Jetzt ist hier aber, habe ich das Gefühl, sogar strenger als in Deutschland. Also hier ist richtig Ausgangssperre. Man soll nur einmal am Tag rausgehen, um irgendwie Exercises zu machen, Sport oder so. Und wir wollen im Sommer zurückkommen. Und natürlich ist so ein bisschen die Frage, wie wird sich das jetzt weiterentwickeln? Was ist bis Sommer so? Also diese Ungewissheit, ja, mit der müssen wir natürlich auch klarkommen. Und wie ist es jetzt so als Familie? Du sagtest eben, die Tochter zu Hause kaum Außenkontakte und für deine Tochter ist es schwierig, aber wie ist es insgesamt? Ich meine, du sprichst gerade wirklich was aus, was vielen geht, dass es dieses Homeschooling, aufeinandersitzen, nicht rausgehen können. Das ist natürlich hier in Deutschland, wie du schon sagtest, schon seit ein paar Wochen so. Ja. Und da gibt es ja auch so eine Art Lagerkoller. Gibt es denn da schon bei euch? Ja, also man muss sagen, ich bin eher so ein introvertierter Typ. Das heißt, ich bin jemand, also ich bin kontaktfreudig, so lebendig. Aber ich bin jemand, der viel Energie aus dem Alleinsein zieht. Das heißt, unser Eins trifft das jetzt gar nicht so. Meine Frau ist jemand, die ist more social. Also so, die ist jetzt nicht so wahnsinnig extrovertiert, aber sie ist jemand, die deutlich mehr Kontakt mit Menschen sucht und braucht für ihren Energiehaushalt. Ihr fängt an, bei ihr kommt so Lagerkoller-Ding jetzt langsam hoch. Ja, ich meine, wir haben Glück. Ich finde, wir haben natürlich trotzdem Glück, dass wir jetzt hier ein kleines Gärtchen haben. Wir haben eine Grünfläche da vor dem Haus, wo ich jeden Tag mit meiner Tochter eine Runde Fußball spielen gehe und so. Also, ich meine, weißt du, das sind natürlich Zeiten, wo es darum geht, irgendwie dein emotionales Selbstmanagement, wie das einer meiner Ausbilder bezeichnet, das irgendwie aufrechtzuerhalten oder überhaupt erstmal zu trainieren. Also ich glaube wirklich, das Gebot der Stunde für uns alle ist, emotionale Selbsthilfe, sich selber zu leisten. Weil es kann ja nicht ganz Deutschland sich irgendwie therapeutisch begleiten lassen, weil das allen schwerfällt oder vielen schwerfällt, diese Situation. Und da würde ich, also bevor ich jetzt hier noch mehr über mich sage, da würde ich nämlich gern zu einem thematischen Ding überleiten, weil das
schon so danach. Richtig, ich wollte gerade sagen, emotionales Selbstmanagement. Erzähl mal, was meinst du damit? Wie kann... Was ich erstmal sagen will, ist, dass ich habe so ein paar Ideen mitgebracht, die stammen aber nicht aus meinem Hut, aus meinem Kopf, sondern da habe, also mein Ausbilder, der ist ein Psychiater, Psychotherapeut, der hat da gute Gedanken dazu, und da habe ich mich jetzt mal so ein bisschen mit bedient und erzählt das jetzt mal. Das will ich nur davor sagen, nicht, dass ihr denkt irgendwie hier, was wo weiß der das denn? Weil ich finde sozusagen, ich halte es da mit Jürgen Klopp, der hier in einem englischen Interview, der ist hier, falls ihr den nicht kennt, ein extrem beliebter Fußballtrainer von Liverpool, extrem erfolgreich, die Engländer lieben den, und er wurde auch zu Corona befragt, und dann ist er so ein bisschen wütend geworden und meinte, hey, was soll der Scheiß? Nur weil ich jetzt bekannt bin, sagt er über sich, heißt das doch nicht, dass ich zu allem und jedem substanziell was beitragen kann. So, und das wollte ich auch sicherstellen. Ich bin Schauspieler, ich bin ausgebildet als Coach, ich habe als Coach viel gearbeitet, aber genau. Ich bin kein Arzt, ich bin kein Virologe, ich bin kein Psychotherapeut. Das heißt, ich bringe jetzt hier ein paar Ideen mit aus der Psychotherapieforschung, die mir sehr plausibel erscheinen, die aber jetzt nicht aus meinem, ach, was weiß ich, mir ist es zugefallen irgendwie kommen. Das finde ich wichtig. Und was er sagt, ist, es gibt von... die heißt Gabriela von Witzleben, aber ist jetzt erstmal egal, die hat so festgestellt, dass es so drei Grundbedürfnisse gibt, die wir alle haben. Und zwar nicht die Bedürfnisse an sich, sondern wirklich drei Grundbedürfnisse. Und das Bedürfnis ist Autonomie, das erste. Das zweite Bedürfnis ist Überblick, Orientierung. Und das dritte Bedürfnis ist Beziehung. So, und das ist wie dieses Dreieck. Und man sieht schon, wenn man sich das jetzt so anhört, sieht man schon, okay, klar, fuck, die sind jetzt alle verletzt. Unsere Autonomie ist verletzt. Wir können nicht machen, was wir wollen. Wir können nicht rausgehen. Ich weiß nicht, wenn ich mit Deutschland auch telefoniere, da gibt es dann auch teilweise richtig so Passagier... Ja, Scheine in Bayern. Scheine. In Sachsen, in Bayern und so. Also das heißt, unser Autonomiebedürfnis ist verletzt. So, unser Bedürfnis nach Orientierung, Überblick ist ja natürlich total verletzt, weil keiner weiß, wie geht das hier weiter? Wann gibt es dann den Impfstoff, den Rettenden? Wie lange wird dieser Lockdown aufrechtzuerhalten sein? Wie ist eigentlich die Gewichtung von gesellschaftlicher Zumutung zu Schutz von Leben? Das ist ja auch eine Diskussion, die langsam kommt. Man spürt es schon, finde ich. Und dann ist ja logisch, dass die kommt. Weil natürlich muss man irgendwann gucken, wie ist da die Balance. Also wir haben keinen Überblick, keine Orientierung. Das ist verletzt. Und als drittes ist verletzt, dass wir natürlich viele Menschen nicht treffen können, dass wir auf uns hocken. Und dann gibt es ja auch noch konkrete Probleme. Eben, wie ich gesagt habe, du hast plötzlich ein Kind, das zu Hause geschult werden muss und demzufolge auch sozusagen, also das ist ja, erfordert ja auch eine Disziplin. Jetzt muss die sich da hinsetzen und ihre Schule so irgendwie machen. Und als Eltern muss man gucken, dass man nicht zu viel Druck macht, weil da gibt es zu viel Blockaden im Gegending. Also so Gegenblock, kriegt man es hin. Dann gibt es natürlich Leute mit finanziellen Schwierigkeiten. Was bedeutet das jetzt, wenn die Einnahmen wegbrechen? Und es gibt aber auch so, natürlich gibt es auch in Beziehungen schwelende Konflikte. So, und plötzlich steht man sich auf den Füßen rum und muss... Und plötzlich kommen da vielleicht Dinge hoch, die man sonst, ja, so, weißt du? Also es sind ja auch konkrete Probleme. Mit anderen Worten, dieser Cocktail löst Stress aus. Und aber Singles sind jetzt genauso, die sind isoliert, weißt du? Es ist ja nicht nur innerhalb Beziehungen, sondern die Singles, sie sind alleine, die haben zwar solche Konflikte nicht, aber die haben natürlich, plötzlich sind sie auf sich gestellt. Und da haben wir auch wieder das dritte Grundbedürfnis mit den Beziehungen. Ja. Ne? Die Single hatte ich jetzt noch nicht angesprochen, da hast du aber total recht. Die haben natürlich dieses ganze Isolation, Alleinsein-Thema, abgeschnitten sein, extrem. Also genau, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, auch der hat es aber jetzt besser, der hat es aber jetzt gut oder so. Jeder hat da von seiner Seite eine Belastung. So, logisch. Und das ist, sagen ja auch alle, das wissen wir ja auch, das ist eine Situation, die beispiellos ist. Also deswegen vergleichbar vielleicht mit einem Krieg, wobei man sagen muss, Krieg ist dann vielleicht doch nochmal ein Zacken härter. Ne? Aber es ist natürlich eine Situation, die uns als Gesellschaft aushebelt und die jedes Individuum fordert. Und das Gebot der Stunde ist halt, mit diesem Stress, mit diesen Ängsten, mit diesem Druck selber umzugehen, so, weil sich dem jetzt hinzugeben und in so eine Schockstarre zu gehen, das ist natürlich
absolut unproduktiv und verschlimmert das Ganze nur noch. Genau. Und wollte ich sagen. Ah ja, na egal, ich glaube, ich habe genug gesagt. Genau, dann lass uns doch gleich mal starten. Und du hast uns ja Übungen mitgebracht oder eine Übung, ich weiß nicht. Ja, Tipps. Ich habe so ein paar Ideen, ich kann jetzt nicht, können nicht 10 Übungen machen, aber ich habe so ein paar Ideen mitgebracht. Genau, gerne. Und eine Übung können wir ja auch mal zusammen machen. Super. Also, was ich tatsächlich sagen muss, ist, es gilt um dieses emotionale Selbsthilfethema, da gibt es jetzt sozusagen 2 Brillengläser, also 2 Linsen, mit denen man da drauf gucken kann. Das eine ist, wie schaffe ich es, emotionalen Stress zu reduzieren? Und das andere ist, wie schaffe ich es, negative Gedanken, Katastrophengedanken, Kreisläufe zu durchbrechen und auch da ein produktives, konstruktives Denken aufrechtzuerhalten. Und gleichzeitig bin ich aber ein großer Fan, wirklich beim Körper anzusetzen, weil man kommt einfach über den Körper gut an seinen ganzen biochemischen Zirkulationskram ran. Und was ich jetzt persönlich mache, das sind natürlich Sachen, wo man sagen muss, muss ich gleich sagen, wo man, das ist jetzt nichts, wo ich auf dem Sofa sitze und pfeife, sondern das sind Dinge, die ich tue. So, und ich tue zum Beispiel, also ich bin Fan von Wim Hof, das ist ein niederländischer, ja, wie soll man ihn denn nennen? Trainer, aber er ist mehr. Er hat so eine Methode entwickelt, und zwar am eigenen Leibe entwickelt, die eine Mischung aus Atemtechniken und auch kaltem Duschen, Eisbaden und sowas. Das ist eine Sache, die ich jetzt persönlich mache. Also ich habe heute Morgen zum Beispiel kalt geduscht, und zwar ohne vorher warm zu duschen, sondern wirklich dem Körper diesen Reiz zu geben und das auch auszuhalten, dass ich merke, dass das wirklich was erfrischt, was Lebendiges macht. Aber es ist natürlich eine Mordsüberwindung, das verstehe ich. Und man muss gucken, jetzt auch gerade in Zeiten, wo das Immunsystem vielleicht, wenn es angeschlagen ist, das Immunsystem, sollte man jetzt nicht mit kalten Duschen anfangen, ist ja logisch so. Okay. Dann macht er eine Atemtechnik, die ich regelmäßig mache, die kann ich jetzt nicht zeigen, das ist Quatsch, wenn ich die zeige. Ich glaube, das ist einfacher, wenn man da wirklich mal auf YouTube geht und zum Beispiel Wim Hof, W-I-M und dann H-O-F, wie der Hof im Deutschen, aber Hof, holländisch, Wim Hof, und dann zum Beispiel, wer Englisch kann, Breathing, oder wer es auf Deutsch will, Atmung oder so, da gibt es auch, da gibt es sehr viele Videos. Und das ist relativ simpel, da macht man 30 tiefe Atemzüge im Liegen, so lässt es wieder gehen. Und dann nach 30 Atemzügen atmet man aus und hält die Luft an, solange es geht. Erst redet so von 1,5 Minuten. Ich bin da so bei 2,5 Minuten, bis es halt schwer wird. Und dann atmet man ganz tief ein und hält nochmal. Und man merkt richtig, wie so ein körpereigener Glückscocktail über einen kommt. Also man spürt das wirklich richtig. Okay. Und es löst sich körperlich was. Also das ist eine sehr gute Stresslösungsmethode. Und was ich auch gerne benutze, ist dieses sogenannte Klopfen. Viele kennen das als EFT, Emotional Freedom Therapy. Genau. Ich habe das gelernt als eine andere Methode, also unter einem anderen Label, aber diese Techniken kommen alle aus der gleichen Ecke. Ich habe das gelernt als Prozess- und Embodiment-fokussierte Psychologie, weil es da auch um mentale Dinge noch mitgeht. Genau. Und manche kennen auch dieses Winken, Wing Wave oder so. Das sind alles Techniken aus diesem Bereich, wo es vielleicht kann man sogar Musterunterbrechungstechniken nennen, ich weiß nicht, wie man es nennen will, bifokale multisensorische Interventionen heißt es medizinisch, aber das erkläre ich jetzt nicht, was das jetzt, das ist Medizinersprache, aber da gibt es sozusagen diesen Deckmantel. Und vielleicht ist es ganz gut, wenn wir jetzt mal, also ich würde erstmal empfehlen, guckt euch mal die Atemtechnik an und testet das mal. Wer will, auch gerne mal dieses Kaltduschen testen, sofern er sich fit und sicher fühlt. Also sicher im Sinne von, da sich so dem Kalten auszusetzen. Und diese Klopftechnik. Okay, pass auf, da fahre ich jetzt mal ein bisschen runter, weil da muss die Energie so ein bisschen ruhiger werden bei mir. Das ist eine gute Technik, die bei 80%, sage ich mal, der Leuten gut funktioniert, um Stress zu lösen. Die restlichen 20% sind dann kognitive Sache, Glaubensgeschichten, müsste man dann anders gucken. Und zwar, wenn man jetzt mal sagt, ich will mich dem mal aussetzen, ich will das mal testen, dann möchte ich doch gerne mal jetzt euch hier einladen, mal wie ich jetzt auch, ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Genau. Und mal zu schauen,
Welches Thema ist das denn, was dich da gerade stresst? Also was ist denn das für ein Thema? Schau dir das mal vor deinem Auge, inneren Auge an. Was ist denn das genau? Gibt es da vielleicht noch was Genaueres, wo du sagst, da fühle ich mich jetzt echt gestresst, angespannt, verängstigt? Und wenn du dir das Thema so vergegenwärtigst, ist es gut, wenn du mal schaust, wie stark ist es eigentlich? Also von null, ja. Sollen wir mal gerade für unsere Zuschauer, gerade mich als quasi wie so ein Klient von dir zu nehmen? Ja, habe ich jetzt eh so halb gedacht. Dass wir einfach mal, und ja, also viele kennen mich ja und wissen ja um meine Situation und um meinen Unfall und dass ich ja immer noch Schmerzen in der Schulter habe. Und dann würde ich doch sagen, dann nehmen wir doch einfach gerade mal so ein richtiges Beispiel, dass die Zuschauer sich mal das wirklich verinnerlichen können und wissen, wie man anhand von welchem Beispiel das machen kann. Okay. Nimm doch mal dieses Thema mit dem Arm. Jetzt jeder mit seinem Thema, aber trotzdem, ne? Ihr könnt es gerne mitmachen. So ist das, also jetzt. Es soll kein Ausschluss sein. Aber dann nimm doch mal das Thema mit dem Arm und guck mal. Ich meine, das Interessante ist, da würde ich jetzt fast eher aufs Mentale, da habe ich jetzt eher den Impuls, aufs Mentale zu gucken. Aber wir bleiben jetzt mal in dem Klopfen drin, weil das ist die Technik, die man gut alleine machen kann. Dann schau doch mal, was das überhaupt für ein Thema für dich ist. Also was da, womit das vielleicht verbunden ist. Was das, also es sind Ängste verbunden, dass mein Arm nie wieder so wird, wie er mal war. Okay, Ängste. Und dann schau doch mal für dich, wie stark diese Angst ist. Also wenn man jetzt mal 0 ist, naja, es ist, ehrlich gesagt, ist es mir Wurst. 10 ist, es ist echt massiv, massiv, massiv. Aber ich merke, es schießt mir gerade auf. Du wirst emotional. Ja, aber darum geht es, liebe Zuschauer. Das ist ja das Lösen, ne? Genau. Also es ist tatsächlich, ich würde mal sagen, zwischen 7 und 8, ja. Also okay, es ist gerade zwischen 7 und 8. Dann guck doch mal, dann lass uns mal jetzt trotzdem mal mit so einer Selbstbestärkung, Selbstbeziehungsstärkung anfangen. Da würde ich jetzt mal, sag doch mal, auch wenn mir dieses Thema echt zu schaffen macht, schätze und achte ich mich so, wie ich bin. Guck mal, dass du nach außen drehst. Und zwar, hier ist das Herz, ne? Hier ist das, wie heißt denn das nochmal? Nicht Jochbein, Schlüsselbein. Schlüsselbein. Und so dazwischen ist so ein Bereich, der ist relativ gut. Das erkläre ich jetzt nicht, warum wir das. Dreh mal bitte nach außen. Ach so rum. Genau. Also ich nehme immer die andere Hand, die kannst du nicht nehmen, verstehe. Die ist schwierig. Also da ja, ist nee, aber okay, dann mach mal die. Tut das weh, wenn du die nimmst, die rechte? Es ist halt sehr abgehackt, also da ist kein Fluss drin, aber es funktioniert auch. Guck mal, wenn es weh tut, sonst nimm die linke und mach so. Ist angenehmer, ja. Okay, okay. Und ich nehme halt trotzdem jetzt die rechte. Und schau mal, also auch wenn ich dieses Thema, wenn mich dieses Thema belastet, fangen wir mal so an, schätze und achte ich mich so, wie ich bin. Auch wenn mich dieses Thema belastet, schätze und achte ich mich so, wie ich bin. Auch wenn ich mich manchmal frage, wird das wohl je wieder richtig heil werden? Schätze und achte ich mich so, wie ich bin. Auch wenn ich mich manchmal frage, wird das je wieder heil werden? Schätze und achte ich mich so, wie ich bin. Auch wenn ich weiß, machst du Physiotherapie und so Übungen? Das Problem ist im Moment in Deutschland, wir haben ein ausgesetztes Gesundheitssystem. Wer kein Corona hat, kriegt im Moment keine ärztliche Betreuung. Also meine Nachsorge, meine Reha, meine Physio ist alles im Moment abgesagt. Auch wenn ich gerade keine Physio, keine Reha habe, schätze und achte ich mich so, wie ich bin. Auch wenn ich im Moment keine Physio und keine Reha habe, schätze und achte ich mich so, wie ich bin. Das ist wichtig, ein kurzer Einwurf für uns alle, die auch zuschauen. Oft ist es so, wir haben irgendwelche Belastungen, wir haben Probleme und dazu kommen, dass auch unsere Selbstbeziehung dadurch gestresst wird. Und das ist aber eigentlich das, was
was wir jetzt gerade am meisten brauchen, eine gute Beziehung zu uns selbst, um auch dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit, dieses kostbare psychologische Gefühl, ich kann wirksam sein, aufrechtzuerhalten. Auch wenn, genau. Ich mache mal jetzt ein bisschen länger, als ich normalerweise das machen würde, weil das Thema ein bisschen jetzt anders ist. Auch wenn es trotzdem noch, trotz dieser ganzen Corona-Scheiße, entschuldige, wenn ich jetzt mal so lapidar rede, ich gehe auf die inneren Dialoge, auch wenn es trotz dieser ganzen Corona-Scheiße immer noch Optionen gibt, schätze und achte ich mich so, wie ich bin. Auch wenn es wegen der Corona-Scheiße immer noch Optionen gibt, schätze und achte ich mich so, wie ich bin. Auch wenn es die Möglichkeit, auch wenn es vielleicht kreative Lösungen braucht, wie zum Beispiel, wer kennt einen Physiotherapeuten, mit dem ich mal Zoom, was weiß ich, auch wenn vielleicht kreativere Ideen jetzt an mich ranflattern, liebe und akzeptiere oder schätze und achte ich mich so, wie ich bin. Auch wenn kreative Lösungen und Ideen an mich heranflattern, schätze und achte ich mich so, wie ich bin. Auch wenn ich meine grundsätzliche Zuversicht weiter aufrechterhalte, schätze und achte ich mich so, wie ich bin. Auch wenn ich meine grundsätzliche Zuversicht weiter aufrechterhalte, schätze und achte ich mich so, wie ich bin. Okay, machen wir mal hier eine Pause. Spür mal rein, bitte. Wie du meintest, 7-8 ist es. Einfach nur mal so neugierig spüren. Wie ist es denn, wie ist es jetzt? Schlimmer, also, leichter, gleich. Ist alles mit den Sätzen, die du mir jetzt so quasi vorgegeben hast, waren dann so innere Stimmen da. Also es ist leichter. Es ist jetzt schon mal gleich wirklich runtergegangen auf 4-5. Wow, so viel? Krass. Ja, ja. Weil da hast du aber auch eine gute Resilienz. Ja, das habe ich. Muss ich aber, bin ja auch Resilienztrainerin unter anderem. und ich kenne die Technik, weil ich ja die Technik selbst mit meinen Klienten anwende und auch in meinen Büchern steht die drin. Und das heißt, es war jetzt wie weiche Butter hier. Ja, ja, genau, bei mir. Und es kamen gleich mit den Sätzen, naja, auch wenn ich keine Physio habe, ne, kamen gleich so Ideen, so, ja, ist doch Blödsinn. Ich meine, ich bin ja selber für mich verantwortlich. Ich habe ja selbst mir jetzt ein Trainingsprogramm. Es kommen Impulse, Ideen, es kommen Tipps und Ratschläge. Ja, ich, wie zum Beispiel eben dann die Physio mit meinem Stuhl zu machen, so die Dehnungen, ne? Denn einfach meinen Stuhl so hin und her zu schieben, um da Bewegung reinzubekommen. Und die Tür auf und zu machen. Ich habe sie jetzt nicht hier. Ich habe so eine Wasserflasche, mit der mache ich Pendelübungen, ja. Super. Und lauter so Sachen. Es gibt so viele Ideen, tatsächlich diese alternativen Ideen, die da sind. Und deswegen hat bei manchen deiner Sätze mein Gehirn schon gesagt, ja Blödsinn, ich habe doch Hilfe, du schaffst es doch selber. Und, ja, super. Ja? Also das ist genau der Vorgang, dass man so ein Muster durchbricht und dass man plötzlich merkt, man kann den Blick wieder weiten. Weil das ist auch so ein Vorgang, ich würde jetzt wieder auch gerne Richtung Corona das noch mit reinholen, weil natürlich viele, die zuschauen, mit diesem Thema beschäftigt sind. Aber das ist trotzdem gut übertragbar, weil Angst ist lateinisch, kommt von, oh Gott, ich hatte nie Latein, aber ich glaube Angus oder sowas, was so viel wie Enge heißt. Ne? Und Angst macht uns halt im Fokus eng und dann sieht man nur noch das eine und es ist wichtig, den Blick weiten zu können. Und vor allen Dingen diesen Stress, vielleicht sogar bei manchen die Panik, die dann im limbischen System ist, also in einem Gehirnbereich, der sehr aufs Überleben ist. Biologisch gesehen hat Angst immer Vorfahrt, weil der Körper denkt, okay, alles klar. So, und um das wieder rauszuholen aus diesem älteren Hirnbereich, der dieses ganze, der die Emotionen so stockt, also so kreisen lässt, in die Großhirnrinde, wo wir wieder Entscheidungen treffen, wo wir überlegen können, wo wir handlungsfähig sind, wo wir Mensch sind, weil wir planen und entscheiden können. So, kurzer Diskurs. Pass mal auf. Lass uns mal jetzt aber eine Klopfrunde machen. Weiter. Mhm. Das heißt, nimm doch mal bitte mit dem Thema Kontakt auf. Das ist immer wichtig, dass man nicht einfach so rumklopft, sondern dass man sich wirklich vergegenwärtigt, was ist das für mich für ein Thema? Welche Gefühle sind damit verbunden? Du meintest schon Angst, ich zähle nochmal auf. Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit, dieses alleine gelassen. Einsamkeit, sich alleine zu fühlen plötzlich damit. Mhm.
vielleicht auch Ärger, Wut, so diese Gefühle. Mhm. Man muss es auch nicht immer nur so benennen. Manchmal reicht es auch, wenn man sagt, oh ja, also ich spüre die. Man kann auch mal schauen, wo sitzen die denn? Wenn es so im Körper einen Ort gäbe, der so das Zentrum dieses Gefühls wäre, von dem das dann ausstrahlt. Welcher Ort wäre das denn? Es ist bei mir tatsächlich so der Brustbereich. Okay, das ist doch gut. Dann guck doch mal auf diesen Brustbereich, wo so das Zentrum dieser Enge, dieser Angst, was so sitzt. Mhm. Und dann lass uns doch mal anfangen, und zwar hier, ne? Mhm. Kleiner Finger, Ringfinger, und dazwischen ist ein guter Bereich, wo man mal so draufklopfen kann. Noch für die euch Zuschauer, ich erkläre jetzt nicht, warum das wirkt. Da gibt es verschiedene Hypothesen. Da gibt es auch aus der Neurobiologie Hypothesen. Es ist auch eher eine Neurotechnik als eine psychotherapeutische Technik. Aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Sondern konzentriert euch mal alle jetzt einfach auf euer Thema. Haltet es mal emotional aktiv. Bleibt damit in Kontakt. Und klopft mal auf diesen Punkt. Und seid neugierig, was passiert. Es kann sich verändern, kann es stärker werden erstmal. Es kann gleich bleiben. Es kann auch wandern. Gehen wir weiter auf die Handkante, auf den Punkt. Und schön in Kontakt mit dem Thema bleiben. Sehr gut, ja. Immer weiter auf den kleinen Finger. Da gibt es hier so den Nagelfalz, wo man der Nagel so im Nagelbett sitzt. Da kann man gut drauf. Und wieder wirklich mit dem Thema bleiben, schauen, was passiert, neugierig sein. Was ist das für ein Thema? Den Ringfinger springen wir, gehen wir gleich auf den Mittelfinger und immer dann in diese Nagelfalzkante. Das ist ein guter Punkt. Schön in Kontakt bleiben. Man kann auch mal schauen, ob manche Punkte einem wohler tun als andere. Wenn ein Punkt unangenehm ist, dann kann man den springen, direkt zum nächsten weitergehen. Wir gehen jetzt zum Zeigefinger. Zum Daumen. Und schön in Kontakt mit dem Thema bleiben. Jetzt gehen wir zum Gesicht über, zwischen den Augen. Ich komme ein bisschen an die Kamera ran, auch wenn das jetzt doof aussieht. Genau, so, sehr gut. Auf die Augenbraue. Und mit dem Thema emotional in Kontakt bleiben. Das ist wichtig, sonst kann sich nichts bewegen. Jetzt gehen wir hier auf diese Augen, ich weiß gar nicht, Kante, Innenkante. Aufs Jochbein. Ja, sehr gut. Schön neugierig sein, auf das Thema schauen. Zwischen Nase und Mund. Ja, ich mache auch mal so, dass man das sieht. Genau. Sehr gut. Und gucken, dass man in Kontakt mit sich und dem Thema bleibt. Zwischen Mund und Kinn hier so. Ich nehme immer zwei Finger, man kann auch einen nehmen, aber ich nehme gern zwei. Ja, also ich mache das immer so mit denen, die halt da sind und treffen. Ja, 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 oder genau. Sehr gut. Als nächstes gehen wir hier auf die unteren Rippen. Hier sind so die Rippen. Ich stehe mal auf, um euch das zu zeigen. Genau. So, das ist mit meinem Arm jetzt schwierig, aber... Ja, dann nimmst du den anderen vor allem. Da kann man da so. Genau.
dann hier auf die Seite und schön in Kontakt mit dem Thema bleiben. Ne? Das ist, funktioniert nicht, wenn... Du kannst hier, nimm die an, genau. Ist egal, welche Seite. Das ist in dem Falle hier egal. Genau. Und als letztes hier den Punkt. Im Solarplexus. So. Jetzt kann man nochmal eine Zwischenentspannung dranhängen einfach. Die machen wir jetzt gleich nochmal. Und zwar nehmen wir da wieder den ersten Punkt. Und gleich bitte ich euch, die Augen, also gleich bitte ich euch, die Augen zu schließen. Und wenn ich sage, jetzt macht die Augen auf, dann macht sie auf und dann macht mit den Augen so, während ihr den Punkt klopft, so Drehbewegung. Einmal hier rum, einmal darum. Dann wieder hier rum. Das sage ich euch gleich. Also schließt mal bitte die Augen, klopft diesen Punkt, bleibt bei eurem Thema. Genau, wer atmen möchte, zwischendurch immer gut. Und dann bitte öffnet mal die Augen und dreht einmal in die eine Richtung, während ihr weiter klopft, und in die andere Richtung, während ihr weiter klopft. Genau. Und dann kann man auch noch summen und zählen mit einbauen, weil das auch nochmal andere Hirnregionen stimuliert. Also auch wenn sich das total bescheuert anfühlt, ist vollkommen egal, ignoriert das für euch. Und rückwärts zählen von 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vielleicht nochmal rechnen, 13 plus 18 ist... Ich bin jetzt abgeschaltet. 31. Und nochmal summen. Kann auch ein bisschen Lippenflattern machen. So. Und abschließend nochmal schön durchatmen. Und jetzt spürt mal rein. Was hat sich verändert? Jetzt komme ich wieder zu dir auch zurück, Gisa. Was ist passiert? Und zwar ganz offen gucken. Ne? Kann ja alles passieren. Also im Moment bin ich total relaxed. Es war zwischendrin so, dass der Brustbereich sich das, was immer enger wurde, bis es so zu einem Kloß wurde, so einem kleinen Knödel. Und dann habe ich weitergeklopft und deswegen auch immer wieder geatmet, weil ich mir dann einfach auch, wie vorhin immer gesagt habe, auch wenn ich diese Angst habe, na, ich bin weiterhin gesund. Also ich bin so, wie ich bin. Und Kann ich weiter gut für mich sorgen zum Beispiel. Genau. Da müsste man jetzt schauen, was diese Sätze angeht. Wenn ich jetzt mit dir ein richtiges Coaching machen würde, würde ich auf jeden Fall nochmal stärker auf diese, das ist die mentale Ebene. Genau. Also welche Gedanken sind da, die da Kreisen blockieren. Und da gilt es wirklich, was richtig auf den Punkt zu finden, wo du sagst, und das merkt man körperlich. Man sagt, genau. Oh, der Satz tut mir gut, der gibt mir Kraft. Also eben da einen Kraftsatz für einen persönlich zu finden. Nicht nach der Gießkanne unter dem Motto, nimm mal den. Kann manchmal klappen, aber einen schönen persönlichen Kraftsatz finden. Kurzer Exkurs für euch. Aber jetzt. Nee, genau, aber das ist wichtig, weil wenn wir am Klopfen sind, dann kommen natürlich Gedanken. Und wenn wir natürlich an unserem Thema bleiben und wirklich, auch wenn ich diesen Schmerz habe, weiß ich, dass alles gut wird. Und das war so, ne, kann ich gut für mich sorgen und so. Das waren so diese Gedanken, die kamen. Bleibe ich in meiner Kompetenz, könnte auch ein guter Satz sein. Ja, genau. Ne? In meiner Selbstfürsorge und richtig. Sowas, ja. Und für mich war ja oder ist ja einfach die Angst, dass es nicht wieder gut wird, aber es ist ja so, dass es wieder gut wird. Und ich bin total entspannt jetzt, wenn ich jetzt daran denke, und wieder total im Vertrauen, weil es sehr ist gut. Ja, immer wieder so, dass wir, ich mache ja auch sehr viel Mentaltraining für andere, aber wenn es natürlich uns selbst betrifft, ist es gut, wenn wir jemanden haben oder eben halt auch solche Instrumente haben, um uns wieder selbst in der Selbstfürsorge gut zu tun, für uns gut zu sorgen, um dann wieder für andere gut zu sorgen. Und im Moment ist es in der Tat, ich würde mal sagen, zwischen 1 und 0. Ja? Also wow.
Okay. Wäre jetzt im Moment so mein Gefühl mit nur einer Runde. Ne? Normal brauche ich manchmal vielleicht bei sowas zwei. Aber wie gesagt, durch das hat sich ja schon viel, weil im Kopf kam da immer wieder so, ach Blödsinn, komm, das schaffst du. Und ne, also du hast ja jetzt zwar keine Hilfe von außen, aber du hast ja ganz viele Ideen, also, ne, und Möglichkeiten und Lösungen. Die Lösungen sind in dir, ja, und entdecke sie oder entdecke eben halt dann einen YouTube-Channel über jemanden, der dann über wieder so Reha-Maßnahmen von Schultern, weil die Schulter ist jetzt halt einfach versteift, ne, und solche Sachen. Also da bin ich jetzt sehr, sehr im Vertrauen. Super. Auch trotz Corona. Ich bin mir auch sicher, dass du, es gibt ja genug Physiotherapeuten, die jetzt auch zu Hause sitzen. Da lässt sich garantiert jemand finden, mit dem man mal irgendwie zoomen kann, der ein paar Übungen zeigt. Und dann gilt es ja vor allem, die selber zu machen, weil klar, jetzt kann jetzt niemand passieren oder so. So ist es, genau. Also deshalb, wie gesagt, Lisa? Da bin ich im Vertrauen jetzt. Da. Okay. Genau. Was ich noch gerne jetzt sagen würde für euch anderen, die ihr zuschaut, kommt jetzt bitte nicht in so einen Vergleich mit Gisa rein, weil da hat jeder sein eigenes Tempo. Und man muss jetzt wirklich sagen, Gisa, du von 7 bis 8, diesen Stress in so kurzer Zeit selber auf 0 bis 1 runterregeln konntest, zeigt auch, wie resilient erfahren du bist und wie dir auch diese Technik schon vertraut ist. Also bitte lasst euch jetzt nicht entmutigen unter dem Motto, vielleicht, es kann auch erstmal sein, so dieses Phänomen der Erstverschlimmerung, es kann auch erstmal sich schlimmer anfühlen, weil man Dinge wegdrückt und plötzlich lässt man den Fluss wieder zu, macht den Deckel hoch und dann fühlt sich es erstmal schlimmer an. Da gilt es wirklich, weiter zu klopfen, noch eine Runde dran zu setzen und sich auch immer wieder zu gucken, welche Sätze sind da für mich stimmig. Der Aufbau ist immer, auch wenn ich das Problem habe, das Thema habe, mich dadurch belastet fühle, was auch immer, auch wenn ich XY empfinde, habe, und dann was Stärkendes, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Oder gehe auf diese 3 Grundbedürfnisse, bin ich trotzdem ein Mensch, der frei entscheiden kann? Schaue ich, wie ich in dem Rahmen trotzdem meine Entscheidungen treffen kann? Oder ist für mich gesorgt, weil ich im Familienverbund bin? Oder behalte ich trotzdem für mich den Überblick? Also wie kann man da für sich auch Sätze finden, die für einen selber stimmig sind? Das ist das Wichtige. Dass sie für einen selber stimmig sind, diese Sätze. Und immer dabei kurbeln, weil man stimuliert das Hirn und hilft dann sozusagen dem Hirn bei der Stressverarbeitung, um es mal ganz kurz zu sagen, was da im Hirn womöglich passiert. Es ist noch nicht so richtig erforscht. Genau. Und was ich halt auch noch mit auf den Weg geben möchte, diese Übungen mache ich mit meinen Klienten, die sie nicht kennen. Dann kann das sein, dass ich 3 bis 4 so Durchgänge mache, bis wir auf die Null kommen. Und wie Sebastian schon sagte, ich kenne die Technik und die Technik wirkt bei mir. Da gibt es auch im Körper und in meinem Gehirn so einen Memory-Effekt, dass dann das Gehirn schon schreit, ha, ja, super cool, diese Übung wieder, komm, dann mache ich mit. Ja? Und je öfter du das machst, umso schneller wird es gehen. Und wenn du dann das Bedürfnis hast, noch eine zweite oder eine dritte Runde machen zu wollen, gönn dir das, spul gerade nochmal zurück an den Anfang der Stelle und mach das dann einfach nochmals mit deinem Thema. Ja, das Gute ist ja, man hat jetzt hier das Video. Das heißt, ihr könnt euch das auch wirklich nochmal anschauen. Und das ist einfach eine gute Selbsthilfetechnik, wirklich, um einfach seine emotionale Selbsthilfe zu trainieren, aufzubauen und so. Und gleichzeitig, wenn man aber merkt, das Thema ist irgendwie größer oder so, kann es auch Sinn machen, dass man sich tatsächlich mit einem Coach zusammensetzt, der dann halt von außen drauf guckt, der von außen Impulse gibt, der einem hilft, diese Sätze zu bauen, was auf der mentalen Ebene ist, weil da merke ich, dass dieses Emotionale gilt bis zu einem gewissen Rahmen, funktioniert das. Und dann ist aber immer auch ein mentales Thema mit drin, sind immer auch bremsende Gedanken, belastende Gedanken drin. Und die sozusagen zu drehen oder dann in kraftvolles Denken reinzukommen, in konstruktives Denken reinzukommen, das ist allein möglich. Allerdings
merke ich, man kann halt in sein, also manchmal ist es schwer, sozusagen mit seinem Denken sein eigenes Denken zu beobachten, ne? Und ein fremdes Hirn, ein fremder Blick kann natürlich viel besser Muster erkennen und da Impulse geben, wo die Kraft liegt. Also das will ich auch noch sagen, ich will eigentlich nur sagen, denkt nicht, also wenn das nicht so ganz gut funktioniert, das Klopfen, dann ist das schon mal eine Indikation, dass man auf der mentalen Schiene auch gucken muss. Und wenn man da nicht weiterkommt, zögert nicht, sucht euch jemanden, der euch da helfen kann. Also so ist es. Gibt's ja hier. Gibt's mich, gibt's dich. Genau, gibt's uns. Genau, und wir stehen ja auch online zur Verfügung, gerade auch in diesen Zeiten. Meldet euch bei Sebastian, bei mir, wie auch immer. Danke dir, Sebastian, für diese Hilfe. Danke für die Session. Gerne, sehr gerne. Genau, und zum Schluss erzähl uns doch mal, wo findet man dich, wenn man dich jetzt noch sucht, um Kontakt aufzunehmen? Also ich glaube, das Einfachste ist, weil dieses, was ich noch als das andere mache, das ist Quatsch, aber es gibt die Seite, wo ich als Schauspieler und auch als Coach so ein paar Sachen stehen habe, die heißt weber.com, wobei das B von Weber die Ziffer 3 ist. Sonst landet man bei Weber Grill. Aber man würde ja also schreiben, W-E, die Ziffer 3, er.com. Da kann man mir natürlich gerne E-Mail schicken, office@weber.com oder auch einfach auf Facebook, ne? Sebastian Weber. Auf super. Facebook gucken und ein Message schreiben, verbinden und dann können wir gerne auch was zusammen machen. Super, dann herzlichen Dank für dieses spontane Interview und eben für dieses Soforthilfeprogramm, ja. Um sich wirklich aus den emotionalen Gefängen rauszuholen und wieder gestärkt weiterzumachen. Ich danke dir von Herzen. Liebe Gisa, ich danke dir für die Session, für die butterweiche Session. Also wirklich nochmal Respekt, wie schnell du da bist und danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und wenn auch ihr weiter, wie gesagt, mit uns Kontakt aufnehmen wollt, dann könnt ihr das jederzeit machen. Teilt dieses Video, dass auch noch ganz, ganz viel andere davon profitieren, von dieser Technik und raus aus dem Stress und rein wieder in gute Gefühle und Gedanken. Je mehr wir natürlich gute Gedanken und Gefühle teilen, umso mehr wird natürlich auch die Welt heilen. Ja. In diesem Sinne, ich danke dir, ich danke euch fürs Zuschauen, fürs Teilen, fürs Liken, fürs Kommentieren und gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.